Reaktionsgleichung aufstellen, ausgleichen, Stöchiometrie, das ist einfach, das ist wirklich einfach. Warum sage ich das? Die Jungs und Mädels haben es erfahren, dass es einfach ist. Man kann sich es natürlich kompliziert machen mit dem KGV und GGT und Tralala und ob das sagt. Man kann mit der molaren Masse oder Molmasse rechnen. Ja, kann man, aber es geht einfacher, wesentlich einfacher. Wie? Naja, dann schaut mal in den Links. Die Links, die bringe ich hier wie üblich oben an, hier oben in diesem Feld. Deswegen habe ich dieses dicke Feld gemacht, beziehungsweise überall zum Schluss im Video. Also wartet noch ein paar Sekunden, dann erscheinen diese Links hier überall und ihr könnt dann auf die entsprechenden Dinger gehen. Bis jetzt hat es allen geholfen, warum soll es euch nicht auch helfen? Schön ist, wenn man es verstanden hat. Werdet ihr ja selber sehen. Na denn, viel Spaß beim Verstehen.